Servus, grüßt euch, da bin ich wieder. Heute mache ich was ganz Verrücktes. Ich habe meiner Nachbarin einmal was versprochen, was vegetarisch ist. Sie ist ja Vegetarierin, eine ganz nette, eine ganz liebe. Und weil sie so eine ist, habe ich ihr versprochen, ich mache dir was. Ich sage nicht was. Ja, und dann muss ich sagen, Gott sei Dank, dass ich so eine tolle Frau habe. Sie hat gesagt, spinnst du? Du hast es noch nie gemacht, du hast es noch nie ausprobiert. Mach's doch was anderes. Probier's doch zuerst einmal anders aus. Ja, habe ich gesagt, du danke, das ist eine gute Idee. Und wisst ihr, was ich machen möchte? Ich möchte dann heute, weil sie es gesagt hat, die sitzt da neben meiner, Gemüsepflanzerl, vegetarische, ohne Fleisch. Ich probier's. Ich hab's noch nie gemacht, ich probier's einfach und dann sehen wir's. Und während wir das vorstellen, wird es gekannt. Das zeige ich euch in meiner Küche. Geht's weiter? Gehen wir rüber. Wir sind jetzt in meiner Küche und ich zeige euch, was ich mal alles hergekriegt habe für die vegetarischen Pflanzen. Wer weiß, vielleicht schmeckt es. Ich habe jetzt da einmal zwei Päckchen veganes Hackfleisch gekauft. Ich weiß nicht, wie das schmeckt, wie das riecht, ich weiß gar nichts. Muss man sich einfach mal anschauen nachher. Dann habe ich mir einen ganzen Zwiebel hergekriegt, eine halbe Karotte, einen kleinen Knoblauch. Eine halbe Paprikaschote und als Gewürz bei Salz, Pfeffer, Paprika. Und wenn ihr euch wundert, was waren das für ein Päckchen? Das ist das Agar-Agar. Als erstes geben wir mal diese Masse dort hinein in die Rührmaschine. Kommt ein komischer Geruch raus. Ausschauen tut es ja irgendwie wie Hackfleisch. Ich riech mal. Das riecht irgendwie, als wenn geröstete Zwiebeln drin sind. Ja. Ich esse ja auch oft rohes Hackfleisch. Ich werde es einmal probieren. Ich hoffe, ihr seht mich. Ich sehe euch nicht. Da gibt es ja so ein Zwiebelfleisch. Aus der Dose oder aus dem Glas. So in der Richtung muss man sich das vorstellen. Damit kann man arbeiten. Die Karotte raspeln. Kleine Zehe Knoblauch kann ganz rein. Die werde ich sehr, sehr fein hacken. Bei der Zwiebel habe ich mich gerade eben entschieden, ich werde nur eine halbe nehmen. Weil da ist schon Zwiebelgeschmack drin, nicht dass das dann zu viel wird. Muss ja nicht sein. Und die Zwiebel auch bitte ganz klein schneiden.
Also das Gewicht von dieser von diesem vegetarischen Hackfleisch, das war 1 Pfund. Und los geht's. So, ich habe jetzt den Knethaken raus. Ich habe mich entschieden, dass ich den Äumel reingebe. Ich werde ein wenig Wasser dazu geben. Das ist mir zu klebrig. Ich glaube, ich brauche kein Agar-Agar. Das ist ungefähr eine halbe Tasse Wasser. Dann gebe ich noch ein bisschen Salz mit ran. Bisschen Paprikapulver. Edelsüß habe ich hier. Also wie gesagt, ich habe kein Rezept dafür. Das sollte man dann, wenn es ist, nach Geschmack machen. Ein bisschen Pfeffer. Dann rühren wir weiter. Ihr seht, wir haben eine tolle Bindung, auch ohne Agar-Agar. Das freut mich, das möchte ich jetzt mal probieren. Schauen wir mal. Ist eine klebrige Angelegenheit. Ich werde die jetzt rausbraten und dann schaue ich mal, was passt. Ich werde es so machen, wie ich es mit meinen Frikadellen immer mache. Nasse Hände. Aha. Lasst sich gut formen. Mhm. Aber ihr seht, es klebt ganz schön. Seht ihr das? So. Machen wir es mit Wasser glatt. Dann würde ich sagen, ab damit in die Pfanne. Ich nehme sofort die Temperatur runter. Nicht, dass man das verbrennt. Also ehrlich gesagt, ich bin sehr skeptisch, wie das schmecken wird. So, jetzt drehen wir mal um. Oh, das schaut schon mal gut aus. Aber das braucht noch länger. Für das zweite habe ich noch eine andere Idee, was ich machen könnte. Ich mache es jetzt erstmal so und dann mache ich was anderes. Ich habe schon wieder im Hinterkopf was. So, jetzt habe ich es das zweite Mal umgedreht. Ich finde, von der Optik her ist das Ergebnis gar nicht so schlecht. Ich denke, in einer Minute wird die ganze Sache probierbereit sein. Bin mal neugierig. Spritzt ganz schön, gell? Weil da ist sehr viel Wasser und Flüssigkeit in diesem veganischen Hackfleisch enthalten und ja, kein Wunder, dass es so spritzt. So, jetzt aber. Jetzt bin ich sehr neugierig und ich werde mir sicherheitshalber die Rettung bereitstellen. Weil, ihr wisst es ja alle. Also ich traue mich. Ich werde das, was ich da produziert habe, versuchen. Schaut mal her. Ich weiß nicht, ob das durch ist oder nicht. Das war jetzt knapp 8 Minuten drin. Auf geht's. Ich will es einmal so sagen. Ist kein Fleisch. Aber man kann es essen, ja. Und Heumann, ich brauche ihn nicht dafür. Geht ohne.
Ich werde jetzt noch eine andere Variation probieren. Und ihr seid dabei. Jawohl. Ich werde das Pflanzl in Semmelbrösel ein bisschen panieren. Mal schauen, wie das dann ist. Ihr seht, mag es nicht ganz so arg, aber ich bin da hartnäckig. Ich möchte es wissen. Jetzt hinein damit. Es hat die Bindung verloren. Ich hoffe, dass es jetzt in der Pfanne die Bindung wieder bekommt. Schade. Ich denke, da muss ich noch ein bisschen Öl nachgeben. Ja, jetzt versuche ich es mal umzudrehen. Ah, schön. Das schaut jetzt aus wie ein Schnitzel. Schön. Die Stunde der Wahrheit. Ofen aus. Mei, schaut der aus von dem Fett. Und dann schauen wir mal. Ja, so schaut es ja eigentlich schon mal appetitlich drei, da die sagen. Nimm's in die Hand. Ausschauen tut es wirklich wie ein Schnitzel. Riechen tut es nicht wie ein Schnitzel. Ich probier's. Ich hab mich geopfert. Schmeckt mir besser durch den Crunch. Aber der Grundgeschmack von dem Hackfleisch, der bleibt. Trotz Salz, trotz Pfeffer, Paprika und das Gemüse, was ich dazu gegeben habe. Mein Fazit, ich brauche es nicht. Für jemand, der gern gesund essen tut, für jemand, der einmal was anderes will, gerne. Ich finde nicht, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Es ist schon teuer. Aber ich wollte es wissen und wisst ihr was? Jetzt kann ich mitreden. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, liebe Freund, gebt mir einen Daumen hoch, nicht vergessen. Macht mir einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. In dem Sinne, wir sehen uns wieder. Bis dann!